So, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 2. Wir werden nun in eine Gasse gehen und Loredo, deinen Spion entlarven. Das ist zu früh. Komm in der Dämmerstunde. Ist es doch. Hä? Warte, in der letzten Folge sind wir doch in die Dämmerstunde gegangen. Das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Aber hier mitten auf dem Weg geht. Ja. Dämmerstunde. Das ist zu früh. Du willst dich doch ärgern, oder? Der Eintopf dürfte fertig sein. Stör den Künstler nicht beim Schöpfen. Okay, wir versuchen mal. Warte mal, wir haben ja noch das Schiff mit den Eichhörnchen, mit dem Scoia'tael drauf, ne? Kommen wir da nochmal drauf? Ja. Halt endlich die Schnauze da unten! Guck, der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Arsch! Wirst noch früh genug ewig schlafen. Wo ist Loredo? Die Schnepfe ist ja ganz nass. Hey, Schnepfe, wirst du bei meinem Anblick feucht? Mach oh, Junge, dich bereit, Schnepfe. Bald steigen wir zu dir runter. Loredo. Iovet, meine ich. Iovet. Wir suchen Iovet. Aber Loredo? Iovet ist hier nicht. Nee. Hä, wo ist Iovet? Ich dachte, der wäre hier auf dem Schiff. Vielleicht auf dem anderen. Schönen guten Tag, ich bin Gast. Grüß dich. Ah ne, das ist ja Roschs. Das Schiff von Rosch. Roschs klingt komisch. Aber es ist doch... Keinen guten Appetit. Aber es ist doch Dämmerstunde. Es dämmert doch. Das ist zu früh. Sag mal. Sag mal. Okay, dann gehen wir mal zum Handwerker. Da müsste ja irgendwo noch der Handwerker rumlungern, ne? In irgendeiner Ecke. Da ist er. Oder auch nicht. Hallo? Hallo? Wer bin? Erwin? Und auf der Jagd wie eine Katze. Ja. Erwin? Isla? Und? Da kommen wir nicht rein. Viertel der Anderlinge. Sofkop? Aber ist doch Dämmerung. Hallo. Ich möchte doch nur die Quest jetzt machen. Bitte, bitte. Junge, du siehst irgendwie nicht gut aus. Weißer Wolf, hast du eigentlich Rotkäppchen gegessen? Was? Scheißtag. Weißer Wolf, hast du eigentlich Rotkäppchen gegessen? Tatsächlich Wolf, ja. Hast du eigentlich Rotkäppchen gegessen? Ja, tatsächlich schon. Das ist zu früh. Komm in. Sag mal. Das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Das geht hier auch nicht.
das geht hier nicht. Warum auch immer, dann gehe ich halt hier an die Ecke und mache das hier. Zeit abwarten. Mitternacht. Dann eben bis Mitternacht und dann versuchen wir das jetzt. Ganz einfach. Der hat einen Topf auf dem Kopf. Warum hat der Junge einen Topf auf dem Kopf? Shit, war das Morgendämmerung? Oder Abenddämmerung? Deine jetzt. Karosse wartet in der Allee, oh schmucker Kavalier. Die guten Geister dieses Turms werden über dich wachen. Okay. Welch komische Ausdrucksweise, junger Herr. Du spielst Verstecken, was? Wo steckst du? Ich wollte ihn eigentlich betäuben. Noch nicht so rum, Mensch. Ach, da ist noch einer. Fasst ihn, Männer! Fasst ihn, Männer! Da ist noch was. Und da hinten auch. Also noch Kräuter. Weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Warte mal. Geh mal lieber andersrum. Oh, wartet mal ganz kurz. So. Musste mal kurz die Gardinen zu machen. So, was haben wir denn hier so Schönes? Da ist noch was zu pflücken. Aber das hatten wir noch gerade, oder? Du willst wohl zur Neuen. Woher weißt du das? Wo ist sie?
Der Kommandant hat sie in den Turm mitgenommen. Beeil dich. Was ist passiert? Ist mir sofort aufgefallen, dass sie keine von uns war. Und nicht nur mir. Bevor sie wegbrachten, hat sie mir noch was von Fenster und Anbau zugezischt. Also habe ich gewartet, bis das Schwein mal pissen musste und bin zum Anbau. Und da kamst du auch schon über die Mauer. Wie komme ich an Loredo ran? Solange der sich amüsiert, lässt er keinen vor. Aber seine Mutter hat die Schlüssel. Du musst sie ja ganz schön lieben, wenn du so viel riskierst. Aha. Wo steckt diese Mutter? Hockt im Keller und braut Fistech. Ich danke dir. Verschwinde lieber von hier. Über die Mauer und weg. Wenn dich ein großer Typ in Blau anspricht, dann berichte ihm von hier. Sag ihm, sein Plan war noch genialer als schlicht. Ich danke dir auch. Wenn du es in den Turm schaffst, Hexer, dann mach ihn kalt für das, was er uns angetan hat. Lass dir Zeit dabei. Ui, okay. Scheinen ja alle ganz schön piss zu sein, ne? Auch den Newton Loredo. Nein! Geralt, falsche Richtung, Junge. Da rein sollst du. Alter. Der Loredo. Voll auf Fistech. Soldaten drin. Und hier scheint die Mutti zu sein. Alter, was ist das? Ich bin Keller. Was geht denn hier? Oh, wer zum Teufel bist du? Was willst du denn? Den Schlüssel zu den oberen Räumen. Ich weiß, du hast ihn. Du suchst nach dem Elfenmädchen. Dann ist deine Mühe für die Katz. Edlinas Prophezeiung. Das Korn ist gesät und es wird bald keimen. Schweig und gib mir den Schlüssel. Ah, der Schlüssel. Der Schlüssel. Ah, wo steckt der nur? Ja. Oh, schön, jetzt bin ich auch noch drauf. Da ist der Schlüssel. Hier gibt es noch eine andere Tür. Er ist so ekelhaft, der Typ. Kämpfen. Oder auch nicht. Bleib mir vom Hals! Du siehst doch aus wie eine Hure. Benimm dich auch so. Hä? Erst knall ich dich, dann schneide ich dir die Möpse ab. Gut? Schneid deine eigenen Möpse ab, Hurensohn! Ah, es ist so niedlich, wenn Hündinnen kläffen. Ja.
Geralt, was machst du denn da? Bruder, was war das denn? Irgendwas mit Schlüssel haben, ne? Kurzschwerter? Kurzschwert, nicht doch, Kurzschwert. So, wir gucken mal. Okay, nichts. Oh. Okay, wir haben die Gelegenheit, weiter nach oben zu kommen. Okay, jetzt sind wir aber, warte mal, jetzt haben wir alles durchsucht, ne? Haben wir den Schlüssel jetzt? Ihr Sonderlinge. Zeig ihm, wie weh du ihm tun kannst. Na, Lorin. Ich hab ihn verbrannt. Ich hab ihn gezeigt, was Hitze ist. Schnell, mach mich los. Ja, gleich. Lass mich doch erstmal plündern. Plündern ist mir wirklich sehr wichtig. Verschlossen. Na denn. Beeilung, Geralt. Helfen wir ihr und dann nichts wie weg. Beeilung, Geralt. Helfen wir ihr und... Danke, Geralt. Hinter der Tür. Ich habe was gehört. Okay. Jetzt kommen wir doch rein. Da ist sie. Nehmt mich mit. Ich flehe euch an. Du siehst nicht aus wie eine Hure, Elfin. Ich bin Moril. Welchen Monat haben wir? Nicht jetzt. Kannst du laufen? Ich bleib hier keinen Augenblick länger. Verstehe ich. Und wenn ich krabbeln muss? Sie schafft es nicht durch den Garten, Geralt. Wir müssen vorne raus. Geh du zuerst. Wir sind dicht hinter dir. Nun, welcher Monat ist gerade? Lammers. Herbst schon? Als sie mich entführt haben... lag noch Schnee. Dann ist der Vater des Kindes. Dieses Kind hat... Ich schaff's nicht. Ich... Himmel, sie hat das Wasser verloren. Geralt, wir müssen umplanen. Aber... Zurück in den Turm. Ein sauberes Bett, warmes Wasser, ein bisschen Zeit. Keine Störung. Hol Hilfe! Okay. Alarm! Eindringling im Turm! Ja! Shit.
lassen anscheinend nichts mehr fallen. Doch, hat er. Doch. Geheimnis, okay. Das wurde aktualisiert. Geralt, du kommst gerade recht. Wo seid ihr denn geblieben, Roche? Wir hatten unterwegs ein bisschen Ärger. Und was ist mit... Hä? Echt jetzt? Jetzt muss ich als er kämpfen. Ich hatte keine Chance gegen ihn. Temerische Spezialverbände. Nach dem ersten Nilfgaard-Krieg von Foltest zur Bekämpfung der Skoyatell aufgestellt. Veteranen, Fachleute, die Besten der Besten. Es ist aus, Roche. Siehst du diese Schilde? Mir fehlen nur noch die temerischen Lilien. Ich habe die Anführer aller Spezialverbände im Norden besiegt. Jetzt kann ich die Skoyatell einen. Bringen wir es hinter uns. Ich werde dich nicht umbringen, Roche. Enshade töten nicht die letzten Vertreter einer aussterbenden Gattung. Leb weiter und vergiss nie, wer dich besiegt hat, denn ich kann es ein zweites Mal tun. War fail, Vernon Roche. Du machst einen Fehler, Jorvet. Ich werde dich finden. Der Mistkerl ist uns entwischt. Wir dürften noch von ihm hören. Verdammte Anderlinge! Genug davon. Was ist mit Loredo? Wo ist Wes? Loredo ist tot. Wes konnte ich gerade noch retten. Wie das? Dein Plan war überhaupt nicht. Ein Junge, Geralt. Strammes Kerlchen. Wem gehört das Kind? Moriel. Wem? Wir haben eine Elfin gefunden, die Loredo vor einem Jahr entführt hat. Er ist der Vater. Eine Elfin würde ich niemals anrühren. Genug, dafür ist keine Zeit. Das Schiff wartet. Oh oh. Tot. Doch nicht. Oder doch? Was hast du getan? Warum? Finger weg! Ich hasse diese Stadt. Macht das Schiff startklar. Was ist mit dem Kind? Mitnehmen können wir es nicht. Aber wer in diesem Drecksloch nimmt es auf? Seherim. Gibt es Seherim aus Bindegarn? Und sagt ihm, dass es Morils Kind ist. Reise geht weiter.
Ding, 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 ding. Hallo, Spiel. Hallo, Spiel. Kaputt. Kaputt. Das Spiel ist total kaputt. Der Attentäter hat uns genasführt. Wie wahr? Und Triss Merigold geraubt. Der Tod Volltests hat ihm wohl nicht gereicht. Und er musste sich noch seiner Beraterin bemächtigen. Es war keine Zeit nachzudenken. Es war Zeit zu handeln. Ich zauderte nicht, an Bord zu gehen und mit Geralt ins Pontetal zu reisen. In Oberedirn lagerte König Hensels Armee. Zufällig war König auch das Stichwort für meinen Plan zur Ergreifung des Königsmörders. Die Spezialverbände von Volltest, er möge in Frieden ruhen, verhielten sich erfreulich zurückhaltend und verschonten uns auf der Reise mit Witzen der Sorte, 100 Arten einen Elf zu häuten. Das untermauert meine Theorie, dass der menschliche Verstand zwar zum Ausbrüten von Grässlichkeiten neigt, irgendwann aber doch von der Reflexion eingeholt wird. Knochen muss ein wahres Gemetzel gewesen sein. Wo hatte Glevisig nur so viel Zauberkraft her? Entspann dich, Detmold. Reagierst du auf Schädel und Rippen immer so heftig? Tja, amüsier dich nur. Das hier ist Magie, mit der man Kriege gewinnt. Tausende sterben auf einen Schlag. Rums, Übermacht, Zerstörung, Vernichtung. Sabrina Glevisig ist auf dem Scheiterhaufen gelandet. Und das Pontartal gehört weiterhin zu Edirn. Edirn ist dem Untergang geweiht. Die Tage dieses verkommenen Königreichs sind gezählt. Daran ändert auch ein Bauernaufstand nichts. Da irrst du dich, Detmold. Dieses Land lebt. Das spüre ich. Es ist wie ein verwundeter Bär. Mit Narben übersät. Von Hunden blutig gebissen. Aber immer noch gefährlich wie der Tod selbst. Das gibt einen schönen Krieg. Wir werden es nicht wagen, gegen dich aufzubegehren. Dafür habe ich gesorgt. Was zum Du wirst es gleich sehen. Das klang gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, aber. De Tankerville, spürst du das? Dieser Ort atmet immer noch Magie. Es läuft einem kalt den Rücken herunter. Merkwürdig. Glevisigs Vierfachsonne ist ein Zauber von kurzer Wirkung, der sich längst hätte verflüchtigen müssen. Eine Anomalie vielleicht? Majestät, sowas kommt vor. Es lebe der König! Bei so viel Energie hat sie wohl die Kontrolle verloren. Wenn ihr nicht sofort aufhört, von Sabrina Glevisig zu reden, rollen ihr gleich Köpfe! Okay. Also wir kennen ja ein paar Personen. Ja, zum Beispiel sie, Sheila. Wo ich glaube immer noch glaube, dass eigentlich Shiala ausgesprochen wird. Und den Typen da mit der komischen Kapuze. Das ist nämlich der Kollege Detmold, wenn ich das richtig gelesen habe gerade. Und der hat ja auch mit Triss gesprochen. Baron Fellhardt hat immer schon durchblicken lassen, dass er gern die Seiten wechseln würde. Ja, ein Schurke, wie er im Buche steht, dieser Fellhardt. Der Rest hat riesen Angst vor Saskia und ihrer Bande von Bauern und Anderlingen. Sie sind nicht gewappnet für einen Krieg. Das ist ihnen klar. Was ist mit dem Avent Spengel? Hat er sich auch verkauft? Fürst Stannis blieb die Antwort schuldig, aber Fellard hat uns versichert... Ich muss ihm dabei schon in die Augen sehen. Erst dann weiß ich, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Wir grüßen untertänigst seine Majestät Henselt, König von Kedwen, Stammhalter derer von Einhorn, Herrscher auf Art Carré,
Erzherzog zu Ban'art, Bezwinger Nilfgaards. Willkommen in Edirn. Wie viel verlangt ihr? Majestät, belieben zu scherzen. Es ist mir ernst, todernst. Was kostet eure Unterschrift? Wir dachten da an 100.000 Novigrader Kronen und den Titel eines Marquis. Für jeden. So, so. Ober-Edirn, das sind Silber- und Kohleminen, zahlreiche Manufakturen, der einzige Marmorsteinbruch diesseits der Jaruga und ein Handelsweg von Ost nach West. Es heißt Niedermark. Ihr tätet gut daran, die neuen Bezeichnungen zu lernen. Im Gegenzug leisten wir Majestät den Lehnseid und erkennen euch als den rechtmäßigen Herrscher über dieses Land an. Ihr bekommt die Hälfte. Ihr bekommt 50.000. Und den Titel könnt ihr vergessen. Dafür stellt ihr meinem Heer Führer, Verpflegung und Quartier in euren Schlössern. Aus euren Soldaten wird ein Spezialkorps unter Kommando des Magiers Detmold gebildet, das den Auftrag haben wird, den Bauernaufstand niederzuschlagen. Herr, die Menschen werden uns nicht begreifen. Ja, Fellert, sie werden euch hassen. Doch immerhin lebt ihr. Dazu recht betucht. Ihr könnt euch auch von der Drachentöterin Saskia umbringen lassen. Oder von mir. Ihr ist ekelhaft. Majestät, wir nehmen eure Bedingungen an. Detmold, das Dokument. Doch da ist noch die Sache mit Fürst Stannis und seinen Rechten an diesem Land. Solange er lebt, solange der Fürst lebt, wird er dieses Land für sich beanspruchen. Mach ihn eben kalt, Fellert. Majestät, ich bin kein Krieger. Dann halt endlich den Mund und unterschreib. Oh, der Typ ist ekelhaft. Herr, die Drachentöterin ist mit ihrer Gesandtschaft unterwegs hierher. Ausgezeichnet. Lasst sie durch. Na, wird's bald. An die Feder. Her mit der Unterschrift. Aus reiner Neugier. Was kostet Ober-Edirn eigentlich? 50.000. Wie viel würdest du denn verlangen, mein Liebchen? Majestät, verbietet diesen Trottel das Maul, sonst ziehe ich ihm die Zunge lang und knote ihm den Hals damit zu. Ich, Herr, lass sie festnehmen. Du riskierst ziemlich viel, Saskia. Nein. Klapp endlich das Gesicht zu, Detmold. Diese Saskia gefällt mir. Frau, was willst du von mir? Zieh dich mit deinem Heer zurück. Erkenn Ober-Edirn als unabhängig an. Hör mit der Verfolgung von Anderlingen auf und gib ihnen freien Abzug aus deinem Reich. So rettest du dich und dein Heer. Wie dreist du bist, Weib. Meine Soldaten würden mich für feige oder verrückt halten. Ich bin Henselt von Ard-Carré. Ich kusche nicht vor Weibern. Auch nicht, wenn sie Drachen töten. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich fordere dich zum Zweikampf, König. Hier und jetzt. Vor den Leuten und ihren Göttern. Wie früher, als noch Menschen mit Ehre im Leib über die Welt herrschten. Und Ober-Edirn geht an den Sieger. Die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Fordert den König heraus. Herr, auf dem Schlachtfeld machen wir sie nieder. Aber diese Frau hier tötet angeblich Drachen. Sie könnte gefährlich sein. Ich habe etwas anderes mit dir vor. Ah, komm, er ist König, er ist ein Großkotz. Aha. Okay, ich werde kämpfen. Das macht sie zu einem würdigen Gegner. Enttäusch mich nicht, Drachentöterin. Zeig mir, was du kannst. Fangen wir an. Er lispelt ein bisschen, oder? Im ritterlichen Zweikampf treten gegeneinander an. Henselt von Ard-Carré. König von Kedwin, Herrscher über Kaingorn und Maleore, letzter vom Stamm des Einhorns, und Saskia, das Weib, das einen Drachen erschlug. Der Sieger erhält Ober-Edirn. Mögen die Götter weise entscheiden. Wohlan denn, lasst uns beginnen. Zieht das Schwert! Oh.
Aue. Wir sind der Tod! Aue. Bleibt der Sound. Stopp! Stopp! Im Namen von Greve, Freier und Melitele! Da fehlt ein bisschen Sound, oder? Oder? Doch, da fehlt doch Sound, Mensch. Wo bleibt denn das? Oh, wie ätzend. Das spricht auch keiner. Oh, halt! Oh, doch. Was denn, Civic? Hast du eine Schnapsbirne? Erkennst du mich nicht? Oh Mann, ich glaub, mein Kater badet. Was suchst du denn hier, Roche? Der Hexer. Ist mir bekannt, wer das ist. Der Königsmörder beim Lager des Königs. Und nicht einmal in Ketten. Locker, Jungs. Er ist nicht der Mörder. Ich bürge für ihn. Und den König nun, euren muss ich dringend sprechen. Da wird sich der gnädige Herr Ritter wohl gedulden müssen. Keine Bewegung, Mutant. Hol mal einer den Hauptmann. Und eine Leine. Wir werden das verdammte Untier fesseln. Nein, Civic, nicht nötig. Wo finde ich den König? Draußen auf dem Feld. Er verhandelt gerade. Königsmörder, lass die Waffen fallen. Oder muss ich dir erst meine in den Hintern rammen? Keine Bewegung! Halt ja still, Mutant! Lass deine Hände sehen! Feuer! Macht ihn fertig! Was zum Teufel? Dass der Sound fehlt, ist total ätzend. Und da ist nicht mal was. Der Himmel ist einfach nur irgendwie dunkler. Diese Geister, das waren mal meine Soldaten. Sabrina Fluch. Krieger aus Eldern geistern hier auch herum. Genießt später woanders die Aussicht. Wir müssen schleunigst hier weg. Haltet durch. Ich muss erst Kraft sammeln. Draugr.
Eieiei, der hat mich getötet, der Drecksack. Ich flipp aus so. Der Sound, der fehlt mir total. Was soll denn das? Neu laden, ja. Diese Geister. Das waren mal meine Soldaten. Sabrina Fluch. Krieger aus Eddie geistern hier auch herum. Genießt später woanders die Aussicht. Wir müssen schleunigst hier weg. Haltet durch. Ich muss erst Kraft sammeln. Irgendwie. Verfluchte Biester. Oh, sag mal. Mann, 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 du. Wie soll ich die denn umhauen? Oh, das nervt mich so, dass der Sound weg ist, ne? Erst Probleme überhaupt in dieses in diesen Abschnitt zu kommen und dann kackt der Sound auch noch ab. Und ich darf von vorne anfangen, oder? Ja, natürlich. Diese Geister. Das waren mal meine Soldaten. Sabrinas Fluch. Krieger aus Eddon geistern hier auch herum. Genießt später woanders die Aussicht. Wir müssen schleunigst hier weg. Haltet durch. Ich muss erst Kraft sammeln. Mehr hat eure Mutter nicht geboren? Ganz doof, Quen. Ah.
Ja, oh, Digga. Na komm raus, Trauger. Yeah. Alle Achtung. Kein Sound. Einfach kein Sound. Macht gar nichts. Fertig! Haltet euch an mir fest! Was ist hier los? Wo ist die Sonne? Eine Sonnenfinsternis. Jemand hat einen Fluch ausgesprochen. Einen gigantischen Fluch. Und? Was jetzt? Wir müssen hier weg. Geister reagieren nur auf Silber und Magie. Bleib hinter mir. Ich werde versuchen, den Nebel aufzulösen. Nichts machen hier. Was für ein mächtiger Spruch eigentlich. Das ist Glevisigs Fluch. Sie will mich umbringen. Bleibt in meiner Nähe. Es ist ganz nah. Wollen wir es hoffen? Das ist Fürst Stannis. Lebt er? Nein. Die Geister haben sich seiner angenommen. Shit, ich bin überlastet. Der Nebel hebt sich. Es ist nicht mehr weit. Aber der Weg jetzt ist irgendwie kürzer als eben, oder? Als wir den König gesteuert haben. Du stinkst vielleicht. Was?
Aber schon irgendwie krass, dass der König auch mitkämpft, ne? Also das muss ich ja mal sagen. Der König, der macht auf jeden Fall mit. Warte mal, ich muss mal ganz kurz das Inventar, das ist total ätzend. Tränke. Nicht möglich. Neckarzähne. 6 Stück weg. Bin immer noch überlastet, was? Und dann sagen wir Hendrik-Gradenzähne. Ja, das wiegt alles nix hier. Leder. Einmal Leder weg. Was? Ich bin überlastet. Ich bin genau bei der Grenze, Mann. Was für ein Quatsch, ey. Gut, dann machen wir halt hier nochmal was weg. Was haben wir denn noch hier? Neckaraugen. Neckarzähne. Neckarskrallen. Dann schmeißen wir davon halt nochmal 4 Stück weg. Also ich bin immer noch mega beeindruckt von diesem Fockelstab, ne? Das Ding hat echt eine Macht, du. Das war fies. Detmold, Sheila, zack in mein Zelt. Ich will wissen, was zum Teufel passiert ist und was wir unternehmen können. Jawohl, Eure Majestät. Los, Marsch! Ruf die Kompanieführer zusammen. Wird sofort erledigt, Majestät. Zehnschaftsführer, den Hexer beobachten. Hat mir zwar gerade noch den Kragen gerettet, wird mich also eher nicht umbringen wie Foltest. Soll aber gefälligst nicht rumstreuen im Lager. Beschäftige ihn eine Weile und bring ihn dann zu meinem Zelt. Majestät? Ich erbitte eine Audienz. Später. Zuerst die Zauberer, dann der Hexer. Ah, ja. Wunderbar. Und dabei sah es eine Weile nach einem netten, normalen Krieg aus. Wo kann man sich hier die Kehle befeuchten? Roche, bürgst du für ihn? Sei beruhigt. Er ist es nicht, der Foltest und Demavent auf dem Gewissen hat. Dann gehen wir. Okay. Aber, Freunde, wir gehen erst in der nächsten Folge mit. Ich würde sagen, bleib gesund, lass euch nicht ärgern und bis zur nächsten Folge bei The Witcher 2. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.